dritten Mal findet Spieringe im Kanton Uri das Preisbödel statt. In diesem Jahr haben sich fast 40 Teilnehmer für den Wettkampf angemeldet. Der Ehrgeiz ist gross, in den letzten Monaten ist viel trainiert worden. Man muss auch ein bisschen Kondition haben, dass man eigentlich das ganze Teil im Akt durchpedelt. Also wenn es da ein bisschen langen Schott spielt mit Absätzen und so, ja, dann bist du also schon ein bisschen herausgefordert, das ist ja so. Du musst überzeugt sein und du musst im Prinzip das, was du im Kopf hast, schauen, dass du das auf die Beine bringst. Hinterher denkt man, man sollte mehr durchziehen und dann tut man wieder weniger. Aber einfach das überzubringen vom Kopf in den Fuss, das muss einfach stimmen. Im Urnenland ist er schon immer gebödelt worden und hat sehr gute Bödeler im Urnenland, oder? Und eben, wir können sie ein bisschen unterstützen vom Toggenburger her und sie können immer zu uns, oder? Und darum ist es sonnenklar, dass man hier mitmacht, oder? Also mir ist wichtig beim Bödeln, dass der Bödeler mal schon hochkommt und dann fängt er an zu tanzen und dann kommt der Übergang zum Bödeln, dass das fliessend geht, dass das ein bisschen schön macht. Die Haltung, wenn er in der Bödele, das sollte ein bisschen gerade da stehen, sollte nicht runtergehen. Der Toni Imholz hat dank dem Eichhoff-Jubiläumsfonds und ihren Stimmen im letzten Jahr Geld gesammelt. Mit seiner Spende wird unter anderem das Preisbödele in Spieringen, aber auch das im Toggenburg unterstützt. Ja, jetzt mit der Unterstützung von der Eichhoff, die wir bekommen haben, haben wir euch Preise kaufen für ein Gabentempo. Wir haben euch zum Teil schön präparieren, also spezielle Absätze drauf tun. Weil das Material beim Bedelen, also der Schöne beim Bedelen, ist eigentlich das gleiche wie beim Skifahren, der Ski. Es kommt euch auf das Material drauf ab. Wir haben euch den Nachwuchs fördern. Wir haben jetzt bezogen auf das Schächendauer Preisbedelen, haben wir jetzt mit Jungen angefangen zu proben und dieser kennen, an diesen Jungen euch weiter zu vermitteln. Mit 16 bin ich daher der Jüngste, der mitmacht. Ich habe natürlich eine riesen Freude, dass ich der Jüngste bin. Da kann ich Traditionen weiterfahren und um die schönen, netten Leute herum bin. Wir haben gefunden, ja, wieso die Frauen das nicht auch machen und haben dann so vor ein paar Jahren angefangen, auch diese Tradition so weiterzuführen. Und jetzt so kommt es halt, dass ich auch jetzt bödele. Es ist gut, wenn man es braucht und auch die Traditionen ein bisschen pflegt von der Schweiz. Und ich finde, da ist man jetzt jung dafür. Ja, jetzt kommen wir zum Hechepunkt, zum Mitternacht herum kommen wir zur Rangverkündigung. Und da ist eine riesige Spannung unter diesen Bedlern. Ich hätte nie geglaubt, dass ich jetzt heute gewinnen kann. So eine grosse Überraschung war für mich. Ich habe eine riesengroße Freude. Damit spezieller Brauchtum auch über weitere Generationen erhalten bleibt, fördert der Eichhoff-Jubiläumsfonds Bödeln auch weiterhin.